Peter Thompson ist Besitzer eines ganz speziellen Bentleys. Dieser Wagen leitet nämlich die zweite, über 60 Jahre dauernde Ära zwischen 1931 und 98 in der Geschichte Bentleys ein. Die Zeit unter der Herrschaft von Rolls-Royce. Bentley war 1931 auf die nicht ganz feine englische Art von Rolls-Royce übernommen worden. Bentley hatte eine sehr interessante Sportgeschichte. Und Rolls-Royce bewegte sich in einem ganz anderen Markt. Nach zwei Jahren lancierten sie endlich einen Versuchsmotor auf einem Versuchschassis. Und das Resultat war dieses Modell, der 3,5 Liter. Insgesamt wurden 1131 Chassis produziert. Dieser hier wurde im Oktober 1943 gefertigt und wurde dann für den damaligen Besitzer von der Firma Parkward, die heute zu Bentley gehört, karossiert. Viele glaubten, es sei der gleiche Motor wie im Rolls-Royce 2025. In Wirklichkeit aber ist es ein 3,5 Liter. Er weicht damit ziemlich ab vom Rolls-Royce, der sich hochkämpfen musste, um knapp 120 Stundenkilometer zu erreichen. Die Höchstgeschwindigkeit dieses Wagens dagegen lag irgendwo bei 150, ein sehr schneller Reisewagen. Diese Fahrzeuge wurden während sechs Jahren zwischen 1933 und 1939 in Derby produziert, bis der Weltkrieg dazwischen kam. Danach wurde die Produktion in Crewe fortgesetzt. Die meisten dieser Wagen aber sind Derby-Bentleys. Während dieser ganzen Zeit waren es ganz klar Bentleys und sie wurden auch als solche gekennzeichnet. Rolls-Royce hatte einen hervorragenden Ruf betreffend Technik und Qualität. Dementsprechend profitierten auch alle Bentleys aus der Ära Rolls-Royce von dieser Reputation.